nun Schweine im Weltall. Als wir das Raumschiff Schweinetank zum letzten Mal sahen, hofften wir alle, dass es das letzte Mal wäre. Aber da ist es wieder. C3PO, aktiviere den Navy-Computer. Ich bin nicht sehr glücklich mit diesem Raumschiff, Master Luke. Es ist so schmuddelig. Überall Kuchenkrümel und angebissene Brote. Ach, R2 beschwert sich ja auch nicht. Hör schon auf. Von wegen. Eben hat er gesagt, es wäre ein Schweinestall. Hey, was geht denn hier vor? Ich bin Kapitän Link, damit Sie es wissen, und das hier ist mein Raumschiff. Das erklärt natürlich alles. Wir müssen uns doch wenigstens vorstellen. Ich bin Luke Skywalker, meine Freunde, und ich borgen uns ihr Raumschiff nur für unsere Suche nach Chewbacca, dem Wookie. Ich werde wahnsinnig. Luke Skywalker, der Junge mit dem himmlischen Körper. Da gehe ich mich umziehen. Also, alles klar, oder möchten Sie noch was wissen? Ja, ich habe eine sehr wesentliche Frage, die ich Ihnen stellen möchte. Dann fragen Sie. Wer ist Herr Schneider? Ich bin ganz verrückt nach Ihrem Anzug. Link! Link, was ist hier eigentlich los? Ich erkläre es Ihnen später. Ich unterhalte mich eben mit Luke. Vielleicht würde es ja genügen, wenn ich Ihnen meine Maße mitgebe. Moment mal, das kommt mir hier alles reichlich spanisch vor. Wer zum Beispiel bist du? Ich bin C3PO und das da ist R2D2. Und ich bin Dr. Speckschwarte. Oh, und da denke ich immer, wir hätten komische Namen. Hey, oh hey, Mann, oh Mann, dreifach geregelter Schweineschwanz. Junge, Junge, das muss man gesehen haben. Kann ich mal ein bisschen an eurem Spielzeugroboter drehen? Das ist kein Spielzeugroboter, das ist ein wissenschaftlich programmierter Droid und nicht zum Spielen. Ach, komm schon, lass mich wenigstens mal einen Knopf drücken. Ich hab dich gewarnt. Ich hören will, muss fühlen. Wichtig ist, glaube ich, vor allem die Jackengröße. Ja, 44 lang. Und jetzt die Halsweite. 82 dick. Oh. Oh, look! Oh. Look! Look! Oh. Ich bin's, die Prinzessin! Die Prinzessin? Ja. Ich habe ihm entweichen können. Diesem üblen, üblen Bösewicht, der mich als Gefangene hält. Da oben hat er dich jedenfalls nicht lassen. Du stehst gut im Futter. Was? Naja, ich meine, dein Gewicht. Hör zu, Skywalker. Entweder du machst hier mit oder ich hau dich in Stücke. Seht, es ist die Prinzessin. Mir kommt sie gar nicht wie eine Prinzessin vor. Vorsicht, du Blechotto. Master Luke, wir sind im Begriff zu landen. Und seht mal, wer da ist. Oh nein! Darth Vader! Wer? Bleiben Sie dran und sehen Sie in Kürze den zweiten Teil, in dem Schweinetreck auf Coospain landet und wir hinter die wahre Identität dieses Erzbösewichts kommen. Die Welt wird es nie erfahren. Hier ein Bulletin aus dem Muppet-Nachrichtenstudio. Das Raumschiff Schweinetreck steht gerade vor der zweiten Landung auf einem fernen Planeten. Nach weiteren Nachrichten unternimmt die Venus soeben eine harte Landung auf dem Muppet-Nachrichtenstudio. Das gibt mal wieder keinen Sinn. Au!